Das ist Meat Boy. Das ist Bandage Girl. Sie ist verliebt in Meat Boy. Und Meat Boy liebt sie. Das ist Dr. Fetus. Niemand liebt Dr. Fetus. Deshalb hasst Dr. Fetus dich. Aber noch wichtiger, Dr. Fetus hasst Meat Boy. Also verdrosch er ihn. Und entführte Bandage Girl. Worauf wartest du also? Rette sie endlich, Held! Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Super Meat Boy. Ein wunderbarer Plattformer, ein wirklich schwerer Plattformer und ein grandioses Spiel. Ich habe jetzt schon mal ganz kurz reingeschaut, ich habe nur das erste Level mal angespielt, um zu schauen, ob ich klarkomme, ob alles passt von der Lautstärke, vom Sound und so weiter, vom Spielen, von der Steuerung. Wie üblich, ja, Super Meat Boy wird jetzt eins meiner neuen Hauptprojekte sein und während ich hier mal so ein bisschen starte, um die ganze Sache ein bisschen ruhiger zu gestalten hier im Hintergrund, erzähle ich euch noch was. Ja, also ein wunderbares Spiel, ein einfaches, günstiges Indie-Game mal gewesen, glaube ich, und auch schon ein paar Jahre alt. Zelda ist jetzt bei mir vorbei und deswegen dachte ich mir, ich mache mal was ganz anderes, mal ein bisschen Abwechslung. Ich werde das Spiel, eigentlich habe ich nicht vor, es zu 100% zu spielen, außer da wäre jetzt wirklich eine ganz, ganz große Nachfrage von den Zuschauern, also von euch. Dann könntet ihr mir das gerne, also ihr könntet mich dann quasi mit Hilfe der Kommentare davon überzeugen, das zu 100% zu spielen, aber ich glaube es momentan eher nicht. Ja, da oben steht jetzt schon mal 2% drin im Forest, im Wald, denn ich habe schon mal kurz reingeschaut, aber nur um eben mal das erste Level zu sehen. Hab's auch schon beendet, das erste Level, aber es macht ja nichts, ne? Das war nur mal zum Testen. Und jetzt würde ich sagen, geht's richtig los. Wow, Dr. Fetus hat erstmal Bandage Girl so richtig schön verhauen. Insert Coin. Okay, wir wollen mal eine Münze einwerfen. Und es geht los, im Forest, im Wald. Ja, ich werde mal schauen, die erste Folge ist so ein bisschen das Pilotvölkchen. Ich werde mal schauen, ob das alles passt mit der Lautstärke. Wenn das jetzt in der ersten Folge noch nicht so hundertprozentig funktioniert, dann werde ich das in der zweiten Folge schon behoben haben. Also nicht wundern. Und es geht los. So, also Ziel ist es, Bandage Girl zu retten. Und das Ganze machen wir, indem wir Meat Boy, ja, mit Meat Boy einfach an sie ranlaufen. Die beste Wertung, die man haben kann, ist A+. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht geschafft, oder? Ich habe ein bisschen verkackt. Ich werde es mal wiederholen, einfach um die 3 Sekunden zu schaffen. Ne? Level wiederholen. Jetzt, okay. Zack. Ach, da bin ich rangelaufen. Okay, im Prinzip. Ups. Im Prinzip war das jetzt ein bisschen dämlich, aber was soll's. Wieso ist denn hier eigentlich so eine blöde. Na, Grade A+. Genau, so soll das sein. Grade A+. Ich gehe nochmal zur Karte zurück. Ich möchte wenigstens, solange ich das noch einfach schaffen kann, die Level auf A+ beenden. Das ist quasi so ein bisschen das Hauptziel. Im Prinzip ist es nicht schwer, ne? Es gibt schon so ein paar Level, wo es schwierig ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, in den ersten Leveln das hinzubekommen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich das nicht mehr mache. Denn, wie gesagt, es wird auf jeden Fall schwerer werden. Ich muss mal ganz kurz für mich das Headset ein bisschen leiser stellen. So. Wie gesagt, das ist mal in der ersten Folge. Hups. Hui. In der ersten Folge noch ein kleines bisschen am Ausprobieren, ne? So, nächstes Level. Ihr seht schon, das ist am Anfang sehr leicht. Und das wird sich aber noch sehr, sehr ändern. Man kann übrigens noch diese Pflaster hier einsammeln, die Bandages. Das ist so eine Art Bonusgegenstand. Und dann schafft man es aber im Normalfall nicht auf A+. Das Bandage haben wir. Wir würden das ganze Level gleich nochmal machen. Ich, wie gesagt, ich mache es am Anfang noch auf A+, solange ich es noch gemütlich schaffe. Jo, A+, das ist quasi die beste Wertung, ne? Okay, so, schauen wir mal weiter. Es ist jetzt hier im Forest, das ist wirklich nicht so schwer. Ihr seht schon, ich komme hier relativ schnell hoch. Hier ist eine Warp Zone, die werden wir uns gleich noch holen. Ich mache das Level nochmal. Ich wollte bis erstmal eben die normale, schnelle Wertung holen. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht ganz genau, was 100% hier beinhalten. Ich weiß nur, uppala, dass es mit der Zeit wirklich schwer wird, Alter, die besten Stufen zu schaffen. Warp Zone! Das ist so eine Art Bonus-Level, das wir uns einfach mal anschauen werden. Das ist meistens so ein bisschen retro gehalten. Mal schauen. So, jo, also dann los. Und dann hat man auch nicht unbedingt mehr unendlich viele Leben hier. Wie komme ich denn hier lang? Ach, okay, alles klar. Ich war gerade nicht sicher, was ich hier zu tun habe. Ihr seht schon, die Warp Zones, die sind auch ein bisschen schwerer. Wow, das ging sogar. Zack, wunderbar. Da gibt es auch keine Wertung mehr dafür. Und man muss jedes Level mit 3 Leben halt schaffen, ne? Das ist. Erstmal schauen. Ei, hier ist ein Bandage, das habe ich gar nicht gesehen.
Wow. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist ein bisschen schwierig, da wirklich alles perfekt zu machen. Gerade die Bandages einzusammeln, die Bandages. Wow. Der wird nicht so leicht sein. Und ihr seht schon... Wow. Wow, wow, wow. Das ist schwerer, als ich mir irgendwie gedacht hatte. Man kann die Wand runterrutschen. Da muss man aber aufpassen, wo man das macht. Alter, das Level ist schwer. Nice, nice, nice. Also erstmal runterfallen ist kein Stress. Und jetzt muss ich quasi... Quatschen, ey. Gott, war das schwer. Tut mir leid, Meat Boy, aber Bandage Girl ist in einer anderen Warp Zone. Okay, die Warp Zone haben wir schon mal geschafft. Das war, ehrlich gesagt, schon ganz schön heftig, wo ich jetzt schon Schwierigkeiten hatte. Aber naja. So, hier geht's weiter. Die Level werden jetzt auch zunehmend schwerer, ne? Also das was man jetzt hier so sieht, das ist wirklich noch easy. Das wird sich aber mit der Zeit auf jeden Fall noch ändern. Und ja, ne? Aber wie gesagt, solange ich das schaffe, werde ich das auf A+ machen. Irgendwann werde ich dann sagen, ich möchte es nur noch überhaupt schaffen, denn es wird dann wirklich schwer. Komm schon. Na, das war schon mal nicht A+. Wir machen das nochmal. Hui. Ja, hier habe ich auch ein bisschen... Autsch. Der arme Meat Boy wurde zersäbelt. Getrödelt wurde ich. Autsch. Mami. Wurde ein bisschen zersäbelt. Ja, hier habe ich getrödelt, deswegen... Wieder nicht. Junge, ich bin zu langsam. Ich bin schon am Sprinten, ne? Man könnte auch langsamer laufen im Prinzip, aber... Komm schon. Das war wieder zu langsam, oder? Junge, es ist echt schwer. Naja, mal sehen. Das war gut, oder? Was? 5 Sekunden muss ich das... In 5 Sekunden... Kann ich auch oben lang? Ich kann auch oben lang, oder? 5,5. Na gut. Ich glaube, ich kann hier an der linken Seite vorbeigehen. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ey! Zurück zur Karte. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht direkt das Level, das nächste Level machen, sondern erstmal das ja auf A+. Also die erste Welt, den Wald, möchte ich eigentlich unbedingt auf A+ schaffen. Aha, so geht es natürlich viel einfacher. Bandage Get? Habe ich gar nicht gesehen. Nochmal wieder die Erholung anschauen. Wuhu! Wo ist denn das Bandage? Hä? Hier ist kein Bandage. Seht ihr das Bandage? Ich sehe es nicht, egal was da ist. So, nächstes Level. Hui. Ja, das ist ja wirklich easy. Oh. Ist hier noch irgendein Bonus? Nö. Also, es steht auch irgendwo in der Overworld, steht dann auch irgendwo, wie viele Bandages man bekommen kann. Und, oh, jetzt kommen die Wände, die weggehen, wenn man sie berührt. Da ist ein Bandage. Verdammt. Ach, okay, das war schlecht. Ja, wie gesagt, und ich möchte eigentlich auch die Bandages holen. Und wie gesagt, gerade in der ersten Welt... ja, sollte man da schon ein bisschen sich drauf konzentrieren und das dann auch schaffen können. Aber hier sieht man schon, kommt man nicht dran. Ja, und schon habe ich versaut. Das ist schon ein bisschen knifflig da, ne? Seht ihr das? Also das ist hier rankommen, ja, gar nicht so leicht. Ja, okay. Ach, shit, da wollte ich eigentlich gar nicht rankommen, aber das war schon mal gut so. Jawohl, sehr schön. Und sogar A+, nice. Wow, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch in diesem Spiel wirklich viel erzählen kann, ob ich euch hier gemütlich irgendwas aus meinem, was auch immer erzählen kann, aus meinem Leben, aus meiner Freizeit, was auch immer. Es wird schwer, hier zu reden nebenbei, denn man sieht schon, ich muss mich konzentrieren. Oh, upsi. Und ich muss dabei schnell sein. Alter, spring doch einfach, Junge. So ist besser. Jawohl, genau. Also man sieht schon manchmal, ich werde es mal kurz bei der Wiederholung was sagen. Wenn man die Wand runterrutscht, geht sie weg. Das sieht man in der Wiederholung allerdings nicht so richtig. Und dann kann man eigentlich direkt durchflutschen mit dem guten alten Meat Boy und dann klappt das auch. 7,05 Sekunden gebraucht. Nächstes Level bitte. Oh, hier ist heiß. Junge, warum? Oh Gott. Ist das euer... Dem... Fucking ernst, wollte ich gerade sagen. Und wieder nicht gesprungen. Manchmal reagiert er irgendwie nicht so recht, wenn ich das von ihm möchte. Oh, shit. Wie machen wir denn das am besten? Also das Bandage da zu holen, das wird nicht ganz leicht. Ah, nicht mehr gereicht. Okay. Vielleicht? Ich habe eine bessere Idee. Ich versuche es mal anders. Manchmal springt er nicht von der Wand ab. Ihr seht schon, ne? Man kann ja diese ganz normalen, wunderbaren Wandsprünge hier machen. Vielleicht sollte ich das mal ohne Sprinten probieren. Alter. Halt dich doch da fest. Ja, springe die Flammen. Okay, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Denn
Er springt irgendwie manchmal nicht. Also ich habe echt so meine Schwierigkeiten mit dem Springen. Da müssen wir uns echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Flups. Achso, ihr solltet euch übrigens, falls ihr es jetzt noch nicht gemerkt habt, in diesem Let's Play auf viele, viele Tode gefasst machen. Denn im Endeffekt ist es einfach nur ein Trial-and-Error-Spiel. Und das beim Platforming irgendwie, also... Ah, Mami. Da braucht man viel Geduld, da braucht man Nerven dafür. Alter, und es ist auch manchmal echt schwer, in diese Lücken reinzukommen, ne? Ihr seht das vielleicht schon. Ich mach's doch wieder so, oder? Er ist wieder... Wieso springt der manchmal nicht? Also echt, er hat so... Man kann eigentlich direkt bei der Landung wieder springen, aber ihr seht schon bei mir, dass das meistens nicht so recht funktionieren will. Ach Gott, schnell. So. Ich müsste eigentlich versuchen, da oben drauf zu landen. Also da, wo ich jetzt hier, ne, an dem unteren rechten Dingens da. Ach shit, das wär's fast gewesen. Das war nice. Also nicht wirklich nice, aber es war schon mal ein guter Anfang. Hui, das wird wieder nix. Flop. Ja, sobald man aus dem Bild raus springt, ist man ebenfalls tot, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Jo! Oh, komm schon. Okay, gut, das war jetzt natürlich nicht schnell. Wir versuchen das Ganze nochmal. Und zwar diesmal im flotten Tempo. Oh, shit. Ja, hallo, so sieht's gut aus. Ja, ihr seht schon, also, ich erzähle, glaube ich, die ganze Zeit dieselbe Scheiße. Ich muss mich da noch ein bisschen dran... Oh, eine Warpzone. Dran gewöhnen, dass ich hier nebenbei noch vernünftig reden muss. Ich schätze mal, das wird sich dann auch gleich so ein bisschen einpegeln, spätestens in der zweiten Folge dann. Also wundert euch nicht, wenn ich hier bei der ersten Folge noch ein bisschen wirr rede. Das liegt einfach nur daran, dass ich völlig überfordert bin, dass ich nicht geübt habe, denn ich finde, das macht es auch irgendwie ein bisschen aus. Great A+, nice. Und ja, ne, deswegen ist es ein bisschen komisch. Ich versuche mal noch die Warpzone zu erreichen, denn die Warpzones, die möchte ich auf jeden Fall, sofern ich das schaffe, alle finden. Warpzone! Nice! Und mal sehen, was diesmal auf uns zukommt. Das sieht schon wieder ein bisschen komisch aus. Hallo, ich bin Meat Boy. Und da ist unser kleines Bandage Girl. Ja, der Unterschied zu den Warpzones, also von den normalen Levels zu den Warpzones, ist schon mal, erstens, man kann manchmal mit anderen Charakteren spielen. Und man hat immer nur eine begrenzte Anzahl an Leben. Man sollte da also auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig machen. What? Der hat's ein bisschen drauf, oder? Commander Video from Bitrip Runner. So, wir sind jetzt der Commander Video. Der kann, glaube ich, fliegen. Ah ja, aber nur begrenzt. Und hier hat man auch wieder mehr Leben, glaube ich. Springen. Also manchmal habe ich so meine Schwierigkeit mit dem Springen, ne? Hier braucht man das eigentlich gar nicht so recht. Zack. Hallo. Bandage Girl. Zack, hier geht's schon eher. Oh, verdammt. Brauche ich hier wirklich meinen Sprint? Ich glaube es fast nicht. Ah, shit. Ein bisschen später. Aber hier habe ich auch keine... Also hier habe ich scheinbar unbegrenzte Leben. Das ist ganz gut. Ah, erst später. Komm schon, Baby. Komm schon, Commander Video. Ja. Hui. Hallo, Bandage Girl. Da bin ich wieder. Ja, also Commander Video ist in dem Fall so ein bisschen der Held, der Super Meat Boy hilft. Und ich bin abgestürzt. Nein. Hallo. Boah, da kriegt man ja Epilepsie hier bei dem Bild, oder? Bei diesem, ihr wisst schon, dieses Farbgeklimper da. Und die hätten wir auch geschafft. Du hast Commander Video freigeschaltet. Den können wir jetzt in allen Leveln benutzen, soweit ich mich erinnern kann. In manchen Leveln ist es auch so, dass man das A+ nur dann holen kann, wenn man einen anderen Charakter nimmt. Es gibt da so spezielle Level, wo da halt gewisse Vorteile sind. So vom Allgemeinen her ist aber Meat Boy schon der Schnellste. Na komm schon, ich brauch das Bandage. Das Pflasterchen, juhu. Und so, das war natürlich wieder mal sehr langsam, aber das macht nichts. Und, da. Nochmal. Hui. Ja, das ist schon ein wirklich cooles Spiel. Ich habe das damals bei einem Let's Player übrigens gesehen. Da war ich gerade so ein bisschen in der Anfangsphase des Let's Play-Anschauens. Und habe das bei einem Let's Player gesehen, der das wirklich gut konnte. Und als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir noch so, nein, dieses Spiel werde ich niemals spielen. Jetzt ist es tatsächlich so weit, dass ich selber Let's Playe. Das finde ich schon fast ein bisschen krass. Und es war sogar schnell genug. Nice. Wir werden dann übrigens am Ende des... Also in der gesamten Welt werden wir dann mal schauen, ob wir genug Bandages zusammen haben. Ah, komm schon. Wow, das war nicht schlecht. Das war gut. Ich bin echt begeistert, wie gut ich in manchen Leveln zurechtkomme. Ja, wie gesagt, ich habe es damals bei einem anderen Let's Player gesehen, der jetzt selber keine YouTube-Videos mehr macht. Warum auch immer. Hat aber wohl keinen Bock mehr. Der ist dann, glaube ich, zum Streamer geworden. Ich werde jetzt mal den Namen nicht nennen, das ist ja nicht so wichtig. Und ja,
Da dachte ich mir damals, ich werde dieses Spiel wahrscheinlich niemals spielen. Vor einem halben Jahr, achso, das muss ich euch vielleicht dazu sagen, das Projekt ist nicht ganz klein. Vor einem halben Jahr etwa hat mein Kumpel das Spiel mal gehabt. Und wir haben das mal so ein bisschen gezockt, so, ich glaube, 2-3 Welten, aber nicht komplett und schon gar nicht alles auf A+ und so. Und ja, da habe ich das erste Mal gespielt und ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Und, wow. Und jetzt habe ich es hier als Let's Play Projekt. Wow, und das hätte ich niemals erwartet, dass ich das mal machen werde. Ups. Wir müssen nochmal zurück. Das Level haben wir nicht auf A+ gemacht. Ja, ja, okay, zurück zur Karte. Kein Problem. Na, die 17 nochmal. Genau, und ja, nun bin ich tatsächlich hier und spiele für euch Super Meat Boy, was ich selber kaum glauben kann. Ich glaube, das hier in A+ zu schaffen, das wird, ui, ein bisschen knapp. Ah, nee, okay, war gar nicht schwer. In manchen Leveln ist das komischerweise mega easy. Wir schauen uns nochmal kurz die Wiederholung an. Ne, ihr seht schon, oben rechts ist meine Zeit und daneben, darunter die Zeit, die man schaffen muss, um A+ zu erreichen. Und das war relativ locker zu schaffen. Also dann, nächstes Level. 5 Minuten haben wir noch. Das jetzt, ja, jetzt wird es ein bisschen, ups. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Da unten ist ein Pflaster. Oh shit. Oh shit. Komm schon. Nein, ach du böse Säge, du. Komm schon. Ah. Ja, also wie schon gesagt, das ist ein Spiel, wo man wirklich viel probieren muss. Ach, shit. Und gerade die Stelle da, ja, man muss ja auch manchmal ein bisschen abwarten, bevor man einfach losrennt. Gerade die Stelle da unten, die ist ein bisschen tricky. Kann ich da eventuell auch nicht abrutschen? Vielleicht geht das auch jetzt gar nicht so. Vielleicht muss ich da tatsächlich... Oh, okay, es geht. Also grundsätzlich, da abspringen geht. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Das ist so ein bisschen mein Ziel für heute. Ich möchte gerne das Level noch auf A+ schaffen und auch das Pflaster holen. Nein! Verdammt. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so cool. Ach, und es ist so... Manchmal, also man könnte es eventuell auch als frustrierend bezeichnen. Ist aber einfach auch ein Spiel, wo man sich ein bisschen reinfitzen muss. Autsch. Reinfitzen muss, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment werde ich zermatscht und zermatscht und zermatscht und zermatscht. Uiuiui. So, ich muss schauen, dass ich... Die andere Säge da unten. Oh, fuck. Natürlich, aua. Das ist so eine Gewohnheitssache, ne? Dass man direkt am Anfang losrennt. Ich muss schauen, dass die rechte Säge mich trotzdem nicht trifft, wenn ich jetzt hier wieder hochspringe. Und ich sollte natürlich auch zusehen, dass ich eventuell von der vierten Säge da unten nicht getroffen werde. Hui. Super Meat Boy. Ah, das war gar nicht schlecht. Komm schon. Runter. Hier wäre jemand besser, der einen Doppelsprung hat oder so. Nein, ach. Vielleicht muss ich echt versuchen, dann direkt an die rechte Wand zu springen. Ah, fast. Ah, shit, okay. Das schaffe ich, das muss ich doch schaffen. Komm schon. Ah! Ups. Ah, das geht sogar hier. Das geht. Autsch. Ihr seht schon, ich bin da manchmal echt ein bisschen zu ungeduldig. Ich versuche das immer schnellstens zu machen. Ah, shit. Und mache dann halt auch mal einen Fehler. Alter, meine Hände schwitzen jetzt schon, ne? Ich spiele gerade mal eine Viertelstunde oder so, Super Meat Boy, und meine Hände sind am Schwitzen wie die Sau. Es ist natürlich auch ein bisschen warm hier drin, das sollte man vielleicht zu meiner Verteidigung mit erwähnen. Zack, und hops. Ach, Mann. Wisst ihr, wie schwer das ist, gleichzeitig, wo bin ich denn? Ach da, auf 5 Sägen zu achten? Ich muss der hinterher springen. So, komm schon, Meat Boy. Wir wollen das Pflaster schon für Bandage ge... Autsch. Ich habe so meine Schwierigkeiten, an die rechte Seite ranzuspringen. Obwohl das eigentlich gar nicht so schwer ist, ne? So, hopp. Ja, mit Pflaster. Woo. Sehr schön. Habt ihr es gesehen? Da schauen wir uns doch gleich nochmal die Wiederholung an. Und hier sieht man übrigens auch die ganzen Versuche, die man gemacht hat. Man kann also sich anschauen, wie man 50 Mal von den Sägen zertrennt wird. Das ist eine lustige Sache. Und einige davon sind auch runtergefallen. Wir machen es nochmal. Und zwar auf schnell jetzt. Oh, das war zu schnell. Ah, verdammt. Hat noch gereicht. Okay. Super. Okay, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Und dann ist Sense für heute. Mal sehen, ob ich das gleich schaffe auf Anhieb. Das war gar nicht schlecht. Oh, das war schlecht. Ich finde es auch niedlich, wie dann immer hier dieses... Hoppala. Dieses Blut von Meat Boy oder diese Fleischbrühe, nennen wir es mal so. Denn Meat Boy, ja, Meat Boy heißt, er ist ein Stück Fleisch. Und wow, shit. Wie das so an den Wänden klebt. Und das ist einfach nur geil. Und ach, ich weiß auch nicht. Wow, das geht so, ouch, ganz gut. Na, wenn ich das richtige Timing hier habe, könnte ich sogar direkt hier durchspringen. Ja, sehr schön. So, und jetzt kommt die Stelle, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Nämlich diese Sägen hier. Ouch, genau die. Ach ja, Meat Boy. Ouch, war ich zu schnell? Meine Güte, ich bin mittlerweile so, dass ich zu schnell bin. Ist ja ein Ding.
Autsch, schon wieder. Junge, ich werde übrigens jedes Mal, ihr könnt ja mal, mal sehen, wie oft ich Autsch sage, wenn ich von diesem scheiß Segen Aua getroffen werde. Das ist so eine blöde Angewohnheit, die man da vielleicht an den Tag legt. So ist es auch bei Smash Brothers manchmal, dass ich dann immer so Autsche. Komm schon. Nein! Scheiße! Ich war schon fast am Ende und hab's trotzdem noch versaut. Ah, ich glaube, man kann sogar durch beide gleich durchspringen, wenn man das richtige Timing hat. Ah, das war nicht das richtige Timing. Komm schon. Wir wollen es ja auch schnell schaffen, ne? Ah, come on. Come on. So, jetzt hier nochmal ein kleines bisschen konzentrieren. Ah, shit. Das war gerade ein ganz schlechtes Timing. Wenn man das an der richtigen Stelle, wenn man das an der Stelle richtig hat, dann kann man da auch direkt durchrushen. Oh shit. Okay, ich mache jetzt noch 3 Versuche, würde ich sagen. Und dann muss ich die Folge leider mal beenden, sonst wird es zu langsam. 1 ist zu lang und dann, ne, schauen wir mal. Okay. Verdammt. Okay, ich mache noch einen, bis zu den Segen nochmal komme. Machen wir so. Also bis ich zu den Segen komme, bis ich zu diesen Flugsegen bekomme. Ach Mensch, jetzt ist er nicht gesprungen. Ich will das selber jetzt noch beenden. Das ist übrigens auch so eine, naja, ich will nicht sagen Krankheit, aber so eine Angewohnheit, die man bei sowas durchaus mal an den Tag legt, dass man es unbedingt schaffen will und dann immer wieder versucht und immer wieder versucht und vielleicht auch zu viel macht. Ach, wisst ihr was? Okay, ich würde sagen, wir verschieben dieses Level auf die nächste Folge, denn ich tue mich ja gerade ein bisschen schwer und, naja, ist nicht ganz so wild, ne? Das soll es also heute für die erste Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir dann weiter versuchen, uns hier durch den Wald und den Forest zu kämpfen und Bandage Girl, so oft es nur geht, zu befreien. Okay, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!